So Leute, herzlich willkommen hier in Dolle zur deutschen Meisterschaft MX2. Wird wieder richtig geil gefilmt. Mal sehen, wer alles da ist. Viel Spaß beim Video und schön kommentieren. Bis dann, der Runde. Ey, da ist ein Dixie-Klo und du gehst im Wald oder was? Check. Moin. Geil. Welchen Punktestand hast du in der deutschen Meisterschaft? Erster, glaube ich. Echt? Du führst die Meisterschaft an? Ja. Richtig geil, Alter. Der muss ja richtig zeschen. Wie viele Rennen sind denn noch dieses Jahr? Drei oder so? Drei, na du musst ja nun. Geil. Ja, na, dann wirst du ja mindestens unter die ersten zwei kommen. Ja. Geil. Die Mechaniker Oma drauf hier, war, die meiste Arbeit machen. Ja, ja. Zwei Motorräder, der muss Geld haben ohne Ende. Mann, Mann, Mann. So, Gastfahrer Noah Ludwig hier in Dolle 2022. MX2 DM. Yeah! Los! Jawohl, jawohl. Ja, gut. Moin. Jetzt, oh, endlich war noch ein richtiges Cross-Motorrad, wa? Ja. Ja. Und hat in Stendal gewonnen, war eine Suzuki. Dritt mit einem Kickstarter. Wahnsinn. Ja. Der Champion von Altmarkt, Alter. Wo sind die 500 Euro? Kartenbärchen eben, wa? Jetzt geht's los hier im freien Training in Dolle MX2 Deutsche Meisterschaft. Mit Paul Bleu. So, jetzt geht's los mit dem freien Training. Oh, Manik Ampel auch hier. Timmy hoch mit der 250, Alter. Ist ja geil. So Leute, schaut mal hier, jetzt ist der Start schon eine Weile hier in Dolle auf der anderen Seite. Damals war der Start da drüben. Ja, da, wo weiße Plakate ist, der Banner da. Da war früher der Start, der geht jetzt hier unten rum. Ich lass mal ein Video laufen. Und ich bin jetzt schon hier seit 2001 das allererste Mal. Ja. Also, gute 20 Jahre bin ich jetzt schon hier in Dolle. Und das eine Jahr waren wir auch Deutsche Meisterschaft. MX2, da ist Maximilian Nagel mitgefahren. Auf der 125er. Der hat, glaube ich, außer die ersten 4 oder 5 alle überrundet in der DM. Wahnsinn. Ich zeige euch mal ein kleines Video im Hintergrund. Der ist um die Kurven gebühlt. Wahnsinn, ja. So schnell, immer 5er, 6er lang, weil die Kiste voll drehen lassen. Timmy heute hier am Start bei MX2 DM. Das könnt ihr alle lästern. Genau. Ja, schon über 25. Leicht, leicht. Aber ist er bloß Gastfahrer. Er bekommt keine Punkte. Und wenn er gewinnen sollte, kriegt er, hat er bloß Tageswert. Mann, was sagst du denn dazu? Nicht ganz schnell, Sir. Nicht ganz schnell, Sir? Tim ist vor mir. Ach, Tim ist Erster. Der zählt ja nicht. Ah, der zählt nicht. So, Startvorbereitung hier in Dolle. Deutsche Meisterschaft mit Peter König. Und hier der Altmark-Champion Paul Bleu. So, Tim Koch als Gastfahrer. Pole Position hier in Dolle. So, jetzt geht's los. MX2 DM hier in Dolle. Dein erster Wertungslauf in Dolle. Auf geht's. Ein Drittel da. Oh, Manik. So, so wie es ausschaut, ist Manik Erster. Timmy Zweiter. Manik Appel immer noch auf Platz 1. Jawohl. Timmy Zweiter. Falk Dritter. Oh, hier spannend um Platz 5. Oh.
Immer noch spannend hier, Platz 4. Oh, jetzt kommt der Angriff von Tim Koch. Spannend hier um Platz 1. Jetzt geht Timmy nach innen. Und der Angriff. Bar zu Bar nebeneinander. Timmy ist vorbei. So, Timmy jetzt Erster. Noah Ludwig, Zweiter. Noah Ludwig jetzt Erster. Timmy Zweiter. Wer ist Dritter? Manik muss aufpassen, Paul Bloy kommt. Oh, jetzt kommt schon der Angriff. Oh, jetzt nebeneinander. Oh, Timmy wieder Erster. So, Tim Koch jetzt wieder Erster. Noah muss einen Fehler gemacht haben. Der Älteste im Starterfeld. Immer noch spannend hier um Platz 3. Oh, jetzt schon spannend hier um Platz 3. Der Angriff von Peter König. Kommt er vorbei? Es sieht so aus. Konter. Bar to Bar. Jetzt geht Peter nach innen und ist vorbei. So, Peter König, jetzt Dritter. So, Tim Koch gewonnen. Locker aus dem Handgelenk. Der ist fast so schnell wie der Rote. Sehr gute Leistung. So, und Peter König ist Dritter geworden. Geil! Geil, hast du aufgeholt? Alter, riesig geil. Richtig geil. Geil. Richtig geil, Alter. Ja, Benzinfahrer war. Der Drittplatzierte, Peter. Wie kann es sein, dass du in den letzten Runden der Schnellste warst? Ja, was ich war weiß ja, zwischendrin, ich habe keine Sonne gesehen. Wie war dein Start? Überholt und dann, der Start war scheiße, war ich irgendwie 13. oder so. Ah. Dann zwischendrin, ja, ich konnte irgendwie nicht viel mehr pushen mit den Quadrillen am Anfang. Und am Ende dann, sind die anderen, habe ich gesehen, dass ich auflaufe und dann macht es da oben kurz mal Klick. Also und dann, sagst du, deine Kondition war besser als ja, manch anderer, der hier mitgefahren ist. Naja, zweiten Lauf, den Start nochmal ein bisschen besser und dann bist du wieder unter die besten drei. Ja, das wäre top. Das wäre top.
Nee, der Zweitplatzierte. Nur. Erzähl mal, wie war denn dein Start? Der Start war nicht so gut. Ich war Sechster oder so. Und dann eigentlich relativ schnell nach vorne gefahren auf 1. Warte. Und dann. Jetzt kommt dein Fehler bestimmt. Ja, dann habe ich ein bisschen zu doll gepusht vielleicht. Und dann ist Tim wieder vorbei. Und ich war aus dem Schuss. Ja, keine Kraft mehr. Man darf ja nicht vergessen, er hat ja auch eine heftige OP gehabt am Kiefer. Normalerweise dürfte er ja nicht hier mit am Start fahren, weil er garantiert Medikamente nimmt. Ja, mein Doktor sieht das Gott sei Dank nicht. Ah, du Gott sei Dank, aber Top-Leistung. Nur noch ein zweiter Lauf, vielleicht klappt es ja mit dem ersten Platz, dann könntest du den Tagessieg haben. Das wäre gut, ja. Aber vielleicht nutzen wir das Rennen nochmal ein bisschen, das wäre auch geil. Ja, ja, dann toi, toi, toi. Platz 1, unser Timmy. Hast du was zu sagen? Wie war dein Start? Ging so, ging bist zufrieden. So. Du warst, glaube ich, hinter Manik Appel auf Platz 2 oder 3 in dem Dreh. Besser als mit der 450er gestartet. Aber, ja, wie kann es sein, dass du, wenn du 450er fährst, ja, bei der Open DM, da wirst du 2., 3., 4., bei Masters jetzt ja 9., 6., ja, 6., ja, hab ich vergessen. Und jetzt hat er eh mal eine 250er wieder unterm Arsch und schon wird er Erster. Wie geht das? Na, Konkurrenz ist nicht so stark, obwohl Noah gut ist, aber macht Spaß, geiles Training hier und sollen sie alle nicht so ernst nehmen. Ich fahre nur hier das eine Rennen mit, dann können sie wieder alleine um die Wette fahren. Na, kommt dann noch ein zweiter Lauf, du bist ja heute noch Tagessieger. Ja. Wenn du Tagessieger bleibst, dann bist du Sieger, Junge. Richtig. Jetzt wollen wir erstmal sehen, was die Jungs uns hier zeigen. Startfreigabe, Klasse MX2, Hashtag geht weiter. Ganz genügende Korea. So, wer ist Erster? Tim Koch. Wunderbar. Oh, Peter König, Dritter. Oh, Manik schon Vierter. Wahnsinn. Platz 1. Immer noch Erster, der muss vom roten Videos geguckt haben. Jawohl, Timmy! Oh, Peter König schon Zweiter! Falki Platz 3, aber hier, der Führende! Immer noch Erster! Hier, Noah Ludwig, mein Alter! Alter, schaut euch mal die Löcher an. Perfekter Streckenzustand hier in Dolle. Aber das stört doch Timmy nicht. Jetzt den Dritten an! Jetzt von außen mit mehr Schwung! Und vorbei! So, Noah jetzt Dritter! Oh, Paul Bleu ausgefallen im zweiten Lauf. Peter immer noch Zweiter. Vorsprung, vor Noah Ludwig. Oh, falschen Young drin, ja, Peter. Wir haben zwar noch einen. Und hier kommt der Champion 2022, der Tagessieger, der Gastfahrer Tim Koch. Also, das Ende des Super. Er ist top in Form. Sieger, hier der Champ aus Dolle. Timmy, super! Ja, das ist schön heiß. Peter, Glückwunsch! Danke! Globo sind ihr samt Zweiter auch heute. Oh. Das gönne ich dir vom Herzen. Oh.
So Leute, die Veranstaltung ist jetzt vorbei hier in Dolle. War extrem geil, bloß viel zu heiß. Und Siegerehrung kann ich nicht mal filmen, muss jetzt schon nach Hause. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dem Video. Abonniert den Kanal, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Denkt mal zu einer Landesmeisterschaft in Schenkenhorst oder Großklinike. Werden wir sehen. Bis dann, der Rote.